Heute bin ich unterwegs auf der kanarischen Insel Las Palmas de Gran Canaria, und zwar mit der Marlene. Und während ich auf sie gewartet habe, habe ich das Flugverhalten am Flughafen beobachtet. Direkt aufgefallen ist mir die üppige Vegetation. Neben Palmen und Sträuchern gibt es noch andere schöne Pflanzen. Ja, guten Morgen. Das ist hier die Schlafsituation aus diesem wunderschönen Spot. Draußen direkt am Wasser. Herrlich. Hier geht's 50 Meter runter. Was für eine Aussicht, ey. Dieser Platz hat sich als unser Lieblingsplatz entpuppt, den wir auch öfters angesteuert haben. Dennoch hatten wir ein bisschen Sorge bei einem Erdrutsch. Immerhin wiegt unser Wagen 1,5 Tonnen und wir standen schon relativ nah an der Klippe. Tolle Aussicht auf den Ozean und seine Wellen, aber auch die Spazierpfade sind einladend. Die Farben vulkanischen Ursprungs sind beeindruckend und versetzen einen optisch kurz auf einen Planeten. Okay, du wirst aufgenommen. Alles, was sie jetzt sagen, kann gegen sie verwendet werden. Es gibt aber nichts zu sagen. Einfach genießen. Wir sind an dem Playa de las Canteras. Man findet hier einen breiten, schönen Stadtstrand von Las Palmas mit feinem Sand und klarem Wasser. Ein wirklich weitläufiger Strand mit vielen Möglichkeiten, sich zu entspannen oder sportlich zu betätigen. Entlang der Promenade findet man viele Restaurants und Cafés. Und dann noch ein toller Sonnenuntergang mit schönen alten Booten. Wirklich malerisch. So, heute sind wir im Botanischen Garten. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie der heißt. Botanico Viera. Über 500 Pflanzenarten. Authentisch. Und ja, die 500 Pflanzen wollten wir alle sehen, aber wurden überwältigt von der Vielzahl, die man nur so selten vorfindet. Majestätische Kakteen, riesige Drachenbäume, Pinien und Sukkulenten. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Botanische Fans kommen hier auf volle Kosten. Kosten für den Garten gibt's aber keine. So, wir waren heute hier an dem Strand mit den weißen Häusern im Hintergrund und dem schwarzen Strand. Richtig schön, auch richtig tolle Wellen. Und jetzt hat sich der Strand ein bisschen gefüllt. Und einige Surfer sind gekommen, aber es ist ein richtig schöner Secret Spot. Ja, heute haben wir uns hier so ein bisschen abgelegen hingestellt an so einer Kaktusfarm auf so einem Berg und hier hat man eine richtig schöne Aussicht. Wir waren im Barrancho de las Vacas und haben uns die Felsformationen angeschaut. Ein super erhaltener alter Flusslauf, echt einzigartig.
Solch ein Naturschauspiel ähnelt schon dem Grand Canyon. Eine Auffangstation für beschlagnahmte Tiere, die aus unwürdigen Bedingungen gerettet wurden. Ich frage mich dann aber, wo die vielen Tiere gleicher Gattung herkommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind auch Tiere da, die einfach den Park füllen sollen. Der Krokodrillo-Park ist ein Zuhause für viele exotische Tierarten. Vom Krokodil bis zum Tiger ist fast alles vertreten. Insbesondere Krokodile werden sehr nahe erlebt. Und Vögel, die man nur so selten sieht. Weiter geht's nach Maspalomas auf die Düne. Ich nenne sie mal die kleine Wüste vor dem Meer. Durch die Winde von Afrika ist hier eine richtige Wüste entstanden. Das Meer, die Dünen und dahinter die kargen Berge. Wir haben einfach alles bestaunt. Jeder Sonnenuntergang am Strand ist atemberaubend. So, das ist der beste Strand hier in Puerto Rico. Das Wasser ist türkisblau mit weißem Sandstrand, ja, wie aus dem Reisemagazin. Ja, guten Morgen. Hier im Tal, umgeben von Bergen, haben wir gepennt. In einem kleinen Dörfchen und ja, jetzt zum Sonnenaufgang geht's los. Wir fahren ins Landesinnere. Ein sehr schöner Ort. Inmitten der Natur befindet sich Presa de las Ninas auf ca. 1000 Höhenmeter umgeben von Bergen. Die Gebirgslandschaft lädt zum Entspannen und Erkunden ein. Der Stausee ist frisch und man kann sich gut darin abkühlen. Eine magische Kulisse, wie ich finde. Hier sieht man ausgeschlagene Höhlen, die zur Nahrungslagerung und zum Hausen gedient haben. Interessant ist, wie der Mensch Natur verbunden ist. Nach dem Naturschwimmbad war die Reise auch schon um. Ich bin wirklich sehr dankbar für die vielseitigen Eindrücke und freue mich, denn in einem knappen Monat geht es weiter auf die benachbarte Insel Teneriffa. Also, tschüss!